So, hallo ihr herzensguten Menschen. Willkommen an Bord der XSR 900 Dragon Rider oder wie ich sie auch nenne, Epona, benannt nach dem bekannten Pferd aus The Legend of Zelda, weil ich ein riesen Zelda-Fan bin. Das ist meine XSR 900, wie gesagt. Die kommt jetzt gerade aus einem, ich würde nicht sagen Service, Reifenwechsel wurde durchgeführt, Standlicht angeschlossen, hintere Blinker gewechselt und so weiter. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie sich das fährt. Natürlich mit brandneuen Reifen wollen wir gerade nicht Vollattacke fahren. Ist heute der 30. März, sehr warm für den März, eigentlich 20 Grad. Und ja, ich bin gespannt, wie diese neuen Reifen performen. Ich habe jetzt Metzeler M9RR aufgezogen. Letztes Mal war es eigentlich ein Sporttouring-Reifen, den ich gewählt habe, ein Pirelli Angel GT. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen einen sportlicheren Weg, weil mir halt ein paar Kollegen gesagt haben, dass das ein Wahnsinnsreifen ist, ein absoluter Wahnsinn. Ja, und ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Ich kann natürlich noch gar nichts dazu sagen. Mir ist nur aufgefallen, dass er ziemlich extrem in die Kurven reinfällt. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass der brandneu ist. Und das ist dann öfters mal der Fall bei wirklich neuen Reifen. Ja, ich habe mir jetzt halt gedacht, ich gehe mal diesen Weg, weil ich ja, ein bisschen sportlicher unterwegs bin und sowieso dieses Motorrad meistens nur bei wirklich gutem Wetter verwende. Gerade auf Supersportreifen wollte ich nicht gehen, aber doch ein bisschen Step Up im Vergleich zum Angel GT, weil ich halt nicht so viel damit fahre. Also ich denke mir jetzt, wenn ich 5000 Kilometer rausbringe aus diesem Reifen, dann wäre das etwa dementsprechend, was ich realistisch betrachtet fahren kann dieses Jahr. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, ein bisschen mehr zu fahren mit der XSR als in den vergangenen Jahren oder als in dem vergangenen Jahr. Weil letztes Jahr war halt wirklich die Tenere 700 mein Hauptmotorrad und jetzt will ich wieder ein bisschen mehr hier mit unterwegs sein. So, dieses Jahr gab es ein bisschen weniger Modifikationen als im letzten Jahr. Es gibt auch nicht mehr viel, was ich machen muss an diesem Motorrad, weil eigentlich ist es fast perfekt. Neu habe ich jetzt einen LED-Frontscheinwerfer drauf von LED Perf, Performance, Perf, wie auch immer man das ausspricht. Und ja, ich kann noch nicht beurteilen, wie der performt. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass es sich um ein gutes Produkt handelt. War ziemlich günstig eigentlich, Qualität ist halt nicht die allerhöchste, die man kriegen kann, aber insgesamt dann doch sieht gut aus. Ich habe auch das Gefühl, dass der funktioniert, also ich habe ihn mal in der Nacht getestet und war eigentlich wirklich gut und bezahlt habe ich dafür wirklich nicht viel. Und ja, was gibt es noch? Neue Blinker hinten und vorne, Rizoma Club S sind das, vorne ganz normal, hinten mit integriertem Rücklicht. Das habe ich halt gemacht, weil der Heckumbau, den ich habe oder den ich hatte, der war halt nicht geprüft, also eigentlich nicht legal hier. Und darum habe ich jetzt das angepasst, damit ich sicher kein Problem damit kriege und damit man mich auch ein bisschen besser sieht. Also war eigentlich eine Vernunftsentscheidung und trotzdem wollte ich natürlich ein schönes Produkt haben und bin halt hab ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen und mir die Rizoma Blinker geholt. Ja, und sonst eben die Reifen und das wäre so ziemlich alles, was sich geändert hat. Aber mehr braucht es eben auch gar nicht, wie ich gesagt habe. Ich muss auch sagen, nach dem Track Day habe ich gemerkt, dass der Sound besser geworden ist natürlich, weil man den Auspuff ein bisschen höher mal belastet hat, weil der jetzt halt ein bisschen ausgebrannt ist. Und das ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Ist nicht zu laut von mir aus gesehen.
Andere werden es anders sehen, aber ich finde es für ein Motorrad dieser Kategorie ein angenehmer Ton, angenehmer Klang, und man kann sie halt auch vernünftig fahren, ohne viel zu laut zu sein. Also das passt schon unter dem Strich. Ah, ja, das ist neu. Ja. Vom Stil her ist das Motorrad wirklich top, wie ich finde. Also eben, man muss nicht Sachen verändern, die eigentlich gut sind. Gut, das darf ich nicht zu laut sagen, weil eigentlich ist schon die XSR 900, wie sie serienmäßig ist, ist schon ein schönes und tolles Motorrad. Aber man beginnt dann mit Ideen und möchte etwas Einzigartiges haben und möchte noch hier und da etwas Performance rausholen und noch hier und da etwas sportlicher einen Look verschaffen. Und im Endeffekt bin ich jetzt bei dem gelandet, wie es hier ist. Ja, die XSR 900 ist halt wirklich fahrerisch ein absoluter Hochgenuss. Spielt gar keine Rolle, ob ihr jetzt da irgendwas dran ändert, technisch oder nicht. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich bin absolut begeistert immer wieder, weil es ist halt so, die Sitzposition ist aktiv, aber relaxed. Das Handling ist super, super agil und der Motor, der ist sowieso ein pures Gedicht. Das kennt man ja, der CP3, das ist halt wirklich einer dieser Motoren, die absolut was hermachen. Mit den 115 PS und vor allem mit dem starken Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich. Also ich müsste hier eigentlich gar nicht so viel schalten im Grunde genommen. Ich mache das eher, weil es Spaß macht. So, genießen wir noch ein bisschen den Fluss, den man hat, wenn man hier mit dieser Maschine unterwegs ist. Auf diesen wunderschönen Landstraßen. Also mehr braucht es nicht, man kann das wirklich genießen. Schaut euch mal diese wunderschöne Abendstimmung an. Also, das ist erst Ende März und ich freue mich jetzt schon riesig auf die ganze Saison. Besonders die Tage, wo man nach der Arbeit am Abend noch richtig schön einen Ausflug machen kann. Das ist immer, dafür lebe ich, dafür fahre ich Motorrad, also das ist einfach wirklich das Größte. Ja, schaut euch mal diese wunderschöne Stimmung an. Ich hoffe, das kommt rüber mit meiner GoPro. Einfach wunderbar. Ja, ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Es war nur ein ganz kleiner, kurzer Vlog. Ich brauche auch gar nicht viel mehr zu diesem Motorrad zu sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr euch die anderen Vlogs anschauen, die ich mit ihr gemacht habe. Ich habe im ersten Jahr, als ich sie abgeholt habe, einen kleinen Vlog gemacht mit einer Vorstellung. Dann im zweiten Jahr eine Fahrt über den Berner Hausberg, den Gurnigel, und im letzten Jahr habe ich damit eine meiner neuen Hausrunden vorgestellt und jetzt bin ich wieder mehr damit unterwegs, hoffentlich. Ja, aber das war es eigentlich soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet wieder ein. Danke für alle eure Interaktionen, Likes, Abos und so weiter. Bis zum nächsten Mal.
Das ist euer Dragon Rider. Danke fürs Zuschauen. Ciao.